Hier findet das größte internationale Studentenfilmfestival statt. Die Seesüchte. Dieses Jahr schon zum 39. Mal. Action! Oh, hallo. Wir sind Andreas und Christina von der Festivalleitung. Und wir zeigen euch jetzt mal die Thalia Arthouse Kinos in Potsdam, wo auch dieses Jahr wieder Seesüchte stattfinden. Das ist unsere wunderbare Deko mit Trailer, Popcorn, alles, was dazu gehört im Kino. Ich will vorschlagen, wir gehen erstmal rein ins Festival. In dem Bereich, wo schon die Zuschauer stehen, wie man sieht, warten gerade an der Kasse. Aber was viel wichtiger ist, hier erstmal der Infopoint, Akkreditierungsstandpunkt. Von wo aus die Filmmacher ihre Akkreditierung bekommen. Hier sehen wir gerade Thomas. Yes. Ein Stückchen weiter ist direkt die Kasse. Oh, Achtung. Voll im Stress. Hat einiges zu tun. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal weiter. Viel Spaß. Jetzt sind wir im Foyer, wo auch sich die Leute sammeln, auf den nächsten Block warten. Sehr voll. Aber wir gucken mal, ob wir durchkommen zum Kino direkt. Ja, die internationale Filmmacher, wie man sieht, ja, ein Mexikaner, eine charmante Gästebetreuerin. Hi. Andi, Christina. Hi, nice to meet you. Antoine. French filmmaker. Gehen wir einfach noch mal ein Stück weiter. Vielleicht schauen wir einfach mal in eine Vorstellung rein, die gerade läuft. Gucken wir mal in den Block, ob wir da gerade reinkommen. Und wer bereitet sich hier auf seine Auftritte und die Interviews mit den Filmemachern vor? Ja, ich bin der Hauke. Ich bin Anna. Und was machen Hauke und Anna, wenn sie sich gerade nicht vorbereiten? Programm! Genau. Und das machen sie nicht alleine, sondern mit dem Erik, dem David und der anderen Anna zusammen. Und was macht man da, Anna? Ja, in der Programmgruppe hat man die wirklich tolle Aufgabe, die 1300 Filme zu sichten, die hier aus allen Herrenländern der Welt eingetrudelt sind. Und auch wenn keiner damit gerechnet hätte, wir haben es sogar geschafft. Und deswegen muss der Hauke jetzt auch schnell los, denn die Vorstellung ist gleich vorbei. Und das Publikum wartet schon. Worauf? Darauf, dass Hauke sich jetzt mit Filmemachern unterhält, die aus insgesamt 66 Ländern zu Seesüchte angereist sind. Wow. Good evening. Welcome. Hauke, wie siehst du das? Naja, für mich bedeutet Seesüchte auf jeden Fall, dass wir uns alle die Filme lieben und schätzen, eine Woche lang zusammensetzen, Filme gucken, bewerten und austauschen können. Und während Hauke noch redet, wartet draußen schon das Publikum auf den nächsten Film. Ab ins Getümmel! Und wen haben wir hier? Ich bin Laura und habe mich dieses Jahr um den Kinderfilmblog gekümmert. Und warum gerade Kinderfilm? Weil ich es interessant finde, wie Kinder Filme sehen und dass Filme gleichzeitig auch halt für Kinder interessant sein können, aber auch dann durchaus Erwachsene unterhalten können. Da schauen wir mal rein. Action! Super, also die Resonanz war echt erstaunlich, dass so viele Kinder gekommen sind. Wir hatten irgendwie über 200. Ich würde gerne auf die Bühne bitten und ihr könnt denen dann eure Fragen stellen. Erst die eine Frage und dann beantworten wir die zweite Frage. Also ich habe jetzt
an. Wie habt ihr das mit dem Goldfisch hingekriegt? Greenscreen, habt ihr das Wort schon mal gehört? Ja. Das ist so ein grüner Vorhang und der wird dann sozusagen aufgebaut und davor wurden die Kinder gedreht. Also heute Morgen standen die Kinder schon zu früh vor den Türen und haben so gegen die Türen gedonnert, so wir wollen rein, wir wollen rein. Und genau, bis wir sie dann waren schon ganz ungeduldig und wollten dann in den Kinosaal so schnell wie möglich, aber lief alles super. Also Popcorn gab's auch. Dann lassen wir die Laura jetzt mal die Stimmen zählen und wir schleichen uns ab ins nächste Kino. Aber leise, denn hier werden gerade die Drehbücher gelesen, die für den Drehbuchpreis nominiert sind. Karl nimmt von einem Schlüsselbrett hinter dem Tresen, an dem auch diverse Autoschlüssel hängen, Pauls Zweitschlüssel weg und legt ihm diesen auf die Theke. Du machst mich noch fertig. Paul hat Schmerzen beim Umgreifen der Flasche. Da erst sieht Karl Pauls gebrochenen Finger. Was ist mit deinem Finger? Na, nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes? Der sieht doch aus wie ein Winkelmesser. Soll Babs für dich heute Abend einspringen? Dann kommst du zum Arzt. Ach Quatsch, die Regler kann ich auch so noch drehen. Du machst mich fertig, Junge. Du solltest damit eigentlich ins Krankenhaus. Ich gehe nicht zu Quacksalbern, das weißt du. Karl und Paul trinken von ihrem Pilz. Kellerclub, innen, Nacht. Neben dem Drehbuchpreis und dem Kinderfilm und dem regulären Programm gibt es auch noch eine Menge anderes zu sehen. Und auch die Presse hat eine Menge zu tun und muss eine Menge Fotos machen. Wovon eigentlich? Zum Beispiel von uns. Von uns. Von uns. Und unseren Gästen. Und von Hans-Christian Schmid, dem die Retrospektive gewidmet ist. Von der 3D-Werkstatt, wo wir 3D-Filme gezeigt haben. Und später natürlich auch von den ganzen Gewinnern, die in den 15 Kategorien 16 Preise gewinnen konnten und damit bis zu 50.000 Euro abgeräumt haben. Und hier werden die Gewinner dann gemacht. Bei der Sehsüchte-Preisverleihung. Junge, willst du die Karte nun haben oder nicht? Ja, ja, ja. Und hier warten wir schon, dass es endlich losgeht. Und das ist Karina, die moderiert die Preisverleihung. Filmemacher, Jurymitglieder. Und das sind unsere Jurys. Das sind prominente Leute, die bestimmen, welche Filme die Preise gewinnen. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen. So, der Produzentenpreis geht an. Livestream. Ja! Regie, Jens Wischnewski. Es ist Ihnen gemeinsam mit dem Regisseur und der Autorin gelungen, ein aktuelles und brisantes Thema dramaturgisch präzise und kraftvoll umzusetzen. Action! Wir haben seit 2 Wochen 30 Grad. Guck mal hier, ich häute mich. Und deshalb lasse ich mir jetzt einen Topf auf den Kopf fallen. Heute gibt es leider nur ein kurzes Video. Ich muss morgen früh raus, ich habe Prüfung. Der heutige Tag. Ich gehe jetzt wieder rein und dann ist alles in Ordnung. Preis für den besten Spielfilm über 25 Minuten geht an Otek The Father von Lukas Annemann. This is the vision, this is the basic. It's not easy to shoot about these themes, so we are happy that somehow people likes it. Action. Adam, vidíš? Und wir beide müssen jetzt auch auf die Bühne, denn wir vergeben auch einen Preis. Und zwar den Preis gegen Ausgrenzung. Ja, dann lese ich mal den Gewinner des Preises gegen Ausgrenzung vor. Gewonnen hat Gurbet von D.
Und worum geht's in deinem Film? Es geht eigentlich um jemanden, der keine Heimat hat, weder in Deutschland noch in der Türkei, obwohl er aus Deutschland quasi abgeschoben wird, in ein Land kommt, was er gar nicht kennt. Also er ist Deutsch-Türke und er kommt in die Türkei, die ihm selber eigentlich fremd ist. Action. Ne Almancısı ya, biz Türk'üz ya. Karadeniz Sinopluyum ben. Ne yaptın sen ya? Sinop ulan. Türklük halin mi kaldı? Hadi bak. Bak müşterim gidiyor. Hadi. Ne müşterisi ya? Biziz müşteri abi ya. Ne yaptın ulan, sen? Ulan paran yok zaten. Abi hoş geldin. Gel abi. Merhaba. Gel abi. Merhaba. Geç abi sen. Oğlum sana aşağı in demedim ulan. Ha? İndemedim mi sana aşağı? Was redest du mal? Ben deine Fresse, Alter. Oğlum sen paran yok. Bunun yok zaten patlatırım bir tane. Du sprichst Deutsch? Und wenn alle Preise vergeben sind und alle Filme gesehen sind, dann gibt's für uns nur noch eins zu tun. Ab auf die Party. Und für gute Stimmung sorgen. Was wir gerade tun.